Also am 12.09.1683 hat sich ein riesiges Entsatzheer, bestehend eben aus Polen, aus Litauen, aber eben auch vor allem mehrheitlich eben aus Deutschen, aber eben auch Kämpfern vom Balkan, die eben von dort von den Osmanen geflohen sind, vom Kahlenberg nach eben einer groß zelebrierten Messe in Bewegung gesetzt, um eben die türkischen Heere vor Wien zu schlagen. Dieses Heer hat sich eben deswegen in Marsch gesetzt, weil Wien schon seit dem 16. Juli 1683 belagert worden ist. Das heißt, die Belagerung hat mehr als 60 Tage gedauert. Die Verteidiger waren dabei klar im Nachteil. Es haben gerade mal 15.000 Mann die Stadt Wien verteidigt, von denen 5.000 mindestens eben keine regulären Truppen gewesen sind, sondern einfache Bürger Wiens, mehr oder weniger so wie du und ich. Doch kann man sich natürlich die Frage stellen, warum haben die eigentlich dann bis zum Letzten durchgehalten? Warum haben die sogar Seuchen über sich ergehen lassen? Warum haben sie weitergekämpft, obwohl am Ende dieser Belagerung nur noch mehr 5.000 Verteidiger insgesamt übrig waren, wo sogar der Bürgermeister von Wien selbst an Entkräftung gestorben ist, eben, weil er eben diese unglaublichen Strapazen der Verteidigung auf sich genommen hat. Und warum hat man nicht einfach kapituliert und warum hat man nicht einfach Refugees Welcome gesagt, wie die osmanischen Heere vor Wien gestanden sind, um eben mehr oder weniger diese Strapazen zu beenden? Nun, die Frage ist ganz einfach, oder um jetzt ernst groß zu antworten, die Türken, das war eben damals im 17. Jahrhundert, das war so eine Bedrohung wie die Atombombe. Und dementsprechend ist für die Leute eben damals nicht nur die Frage gestanden, ja, bleiben wir jetzt mehr oder weniger habsburgisch oder werden wir jetzt osmanisch, sondern für die hätte diese Niederlage eine totale Katastrophe bedeutet. Für die hätte die das Ende ihrer Kultur, ihrer Lebensweise bedeutet. Und man kann sich natürlich fragen, ja, warum ist das eigentlich so? Nun, das ist ganz einfach, die Osmanen haben in einem Eroberungszug in Europa, der eben schon ja, seit dem 14. Jahrhundert angedauert hat, eben unter Beweis gestellt, dass eben ihre Herrschaft nicht einfach nur einen Herrscherwechsel bedeutet hat, sondern eben eine ganz andere Gesellschaft. Es sind hunderttausende Menschen am Balkan versklavt worden, weil sie unter osmanischer Herrschaft waren. Sie sind eben nach Anatolien verschleppt worden und dort zu fanatischen Glaubenskriegern, den Janitscharen, erzogen worden. Aber sie sind auch zu Bürgern zweiter Klasse geworden, die eben mehr oder weniger nicht mehr in der Gerichtsbarkeit zum Beispiel denselben Rang gehabt haben wie die muslimischen Untertanen. Und sie haben auch teilweise überhaupt als Ganzes ihre Heimat verloren, so wie das zum Beispiel eben die Bürger von Belgrad sehr schmerzlich erlebt haben, die eben nach der Eroberung dieser Festung von den Osmanen nach Istanbul deportiert worden sind, um dort einen Belgrader Garten anzulegen. Und die haben dann eben mehr oder weniger nach diesem Sieg ihre Heimat verloren und nicht anders ist es eben auch zum Beispiel den Bewohnern in Ungarn gegangen, die sich eben zu dem Zeitpunkt in einem Bürgerkrieg befunden haben, zwischen mehr oder weniger pro-österreichischen Ungarn, solchen, die direkt unter osmanischer Herrschaft gestanden sind und eben andererseits eben auch Anhängern des Gegenkönigs in Siebenbürgen gestanden sind. Und da hat man dann zum Beispiel eben in der Festung Ofen erlebt, dass dann auch plötzlich die Bevölkerung ausgetauscht worden ist, nämlich gegen islamisierte Slawen vom Balkan. Also diese osmanische Herrschaft, die hat eigentlich für die Menschen das Ende der Welt bedeutet. Und das konnten die Wiener mehr oder weniger auch kurz vor ihrer eigenen Haustür beobachten, als zum Beispiel, wie die osmanischen Heere 1683 eben vor Baden gelegen sind und sich Baden unter der Zusicherung des freien Geleits ergeben hatte, haben eben die Osmanen die Bürger nicht abziehen lassen, sondern haben sie entweder niedergemetzelt oder in die Sklaverei geschickt. Also man hat das ernst genommen, wenn Kara Mustafa eine Forderung an den Stadtkommandanten von Wien, Graf Rüdiger von Steinberg, der die militärische Verteidigung geleitet hat, in seiner Botschaft eben angekündigt hat, nehmt den Islam an oder sterbt bei dem Versuch, euch zu verteidigen. Oder ergebt euch überhaupt und wir sichern euch freies Geleit. Was man natürlich unter dem freien Geleit verstehen konnte, das wussten die Bürger von Wien sicher, nachdem sie gesehen haben, eben, was mit den Bürgern von Baden passiert ist, aber eben auch von anderen Städten im Umkreis von Wien. Eben, dass damals eben nicht nur mehr oder weniger das Zentrum Österreichs war, sondern es war die Haupt- und Residenzstadt des Heiligen Römischen Reiches. Das heißt, das war eigentlich das Zentrum Europas und nicht umsonst wollte eben die osmanische
Großvizier Kana Mustafa genau diese Stadt erobern, weil in der Sicht der Osmanen war das der goldene Apfel der Deutschen. Wien, dieses Zentrum Europas. Und nachdem Sultan Süleyman daran gescheitert war, genau dieses Wien zu erobern, wollte natürlich Kara Mustafa sich selbst in die Geschichtsbücher dadurch eintragen, dass er eben genau diese Stadt erobert, an der Kara Mustafa gescheitert wäre. Und wäre den Osmanen das gelungen, diesen goldenen Apfel mehr oder weniger in ihre Hände zu bekommen, dann hätten sie nicht in Wien Halt gemacht, sondern dann wären sie weiter bis nach Rom gezogen und wahrscheinlich sogar bis nach Frankreich, dass mehr oder weniger diese osmanischen Eroberungsbedrohungen zumindest unter der Hand unterstützt hat. Das ist also eben genau diese Lage gewesen, vor der die Menschen 1683 gestanden sind. Und dank der Vermittlung von Kaiser Leopold, aber auch dem damaligen Papst Innozenz XI., ist es letztlich den Europäern gelungen, eine fast gesamteuropäische Allianz zu schmieden. Und nicht nur Freiwillige aus allen Ecken und Ländern Europas zu bekommen, wie zum Beispiel eben auch den Prinzen Eugen, der eben hier vor Wien seine Feuertaufe bestanden hat, sondern eben auch Polen, Litauer, eben sehr viele Deutsche, das Heer war eigentlich hauptsächlich ein deutsches Heer, aber eben auch zum Beispiel auch Kosaken, um jetzt mehr oder weniger wieder den Bezug zu Russland herzustellen, die eben auch vor Wien gekämpft haben. Also wer heute in den Türkenschanzpark geht, kann sich eben ein Denkmal für die Kosaken ansehen, die hier in Wien gekämpft haben. Und so haben eben diese Truppen aus allen Ecken und Enden Europas eben gemeinsam dazu beigetragen, dass diese osmanische Bedrohung vor Wien geschlagen wird. Da kann man sich natürlich fragen, wir haben jetzt ungefähr 70.000 Mann geschafft, 120.000 Mann zu besiegen. Nun, das war ja nicht einfach, aber sehr viel hat dazu beigetragen, dass Kara Mustafa eben eigentlich das Hauptinteresse daran gehabt hat, Wien um jeden Preis zu nehmen. Er hat gewusst, dass das Entsatzheer im Anmarsch war, aber er hat sich nicht rechtzeitig dazu entschließen können, gegen dieses Entsatzheer vorzugehen. Und dadurch hat man eben dann die Möglichkeit gehabt, mehr oder weniger den türkischen und osmanischen Truppen direkt in den Rücken zu fallen und sie dort zu besiegen. Man könnte meinen, ein großes Glück für uns. Es war auch nicht nur ein großes Glück für die Wiener, die eben befreit worden sind. Es war nicht nur ein großes Glück für ganz Europa, das danach dann eben sofort eben in Propagandabotschaften diesen Sieg gefeiert hat, sondern es war auch zum Beispiel ein großes Glück für den polnischen König, der dadurch eben großes innenpolitisches Prestige bekommen hat und nicht zuletzt auch den Papageien von Kara Mustafa kassieren hat können, neben anderen zahlreichen wertvollen Beutestücken, die ihn auch natürlich zu einem reichen Mann gemacht haben. In weiterer Folge. Es war eben wirklich ein Schicksalsjahr für Europa, weil man eigentlich seit dem 14. Jahrhundert, spätestens seit der Schlacht am Amselfeld 1389, aber auch vor allem seit der Eroberung von Konstantinopel 1453, die eigentlich jedem bewusst gemacht hat, dass mehr oder weniger hier der Untergang unserer Kultur stehen kann, wenn wir das eben weiter zulassen. Dieser Sieg hat eine Wende in einem Kampf bedeutet, der schon mehrere hundert Jahre lang gedauert hat. Und bis dahin haben eigentlich die meisten Europäer geglaubt, dass es mehr oder weniger hier zu einem Untergang kommt. Dass eigentlich hier der Untergang unausweichlich ist, dass man nicht stark genug ist. Und man muss schon sagen, das Osmanische Reich war eben nach damaligen Maßstäben militärisch fast genau dasselbe, was eben heute die USA sind, nämlich eine Hypermacht, die kaum ein Gegengewicht hat. Also maximal die Spanier eben im Westen des Kontinents waren ungefähr Auge in Auge mit den Osmanen. Aber dieser epochale Sieg stellt natürlich die Frage, warum haben wir überhaupt gewonnen? Was hat diese Menschen, die in der Minderzahl waren und die mehr oder weniger in letzter Sekunde noch den Belagerten zu Hilfe kommen konnten, was hat sie eigentlich dazu ermächtigt, zu siegen? Nun, die Frage ist eigentlich insofern zu beantworten, als dass eben die Menschen damals wussten, wofür sie eigentlich kämpfen. Sie wussten, dass es um die Verteidigung des Christentums geht, aber auch, dass es um die Verteidigung Europas gegangen ist. Sie waren mehr oder weniger im Sinne einer geistigen Landesverteidigung informiert darüber, worum es hier eigentlich geht. Sie wussten, dass hier Sieg oder Niederlage über das Schicksal von Millionen entscheiden werden. Dass, wenn Wien fällt, wahrscheinlich auch ganz Europa fallen wird. Und hier war auch das Christentum ein entscheidender Faktor, das zu diesem Sieg beigetragen hat. Es waren Menschen wie Marco D'Aviano, aber eben auch wie Abraham a Sancta Clara, die nicht nur in ganz Europa Spenden gesammelt haben, sondern die auch für diesen Sieg beten haben lassen. Die
die Menschen, die auch jetzt nicht an der Front gestanden sind, dafür beten haben lassen, dass dieser Sieg gelingen kann. Aber sie haben eben auch die Bevölkerung in Wien mobilisiert, die mehr oder weniger wirklich kurz vor dem Zusammenbrechen war, um eben auch noch bis zum Letzten durchzuhalten. Bis endlich die Raketen die Bewohner über das Ankommen des Entsatzheeres informiert haben. In Wien waren zu diesem Zeitpunkt schon Seuchen ausgebrochen. Die Bürger mussten teilweise zwangsrekrutiert werden, weil schlicht und ergreifend der Druck und die Entbehrungen einfach schon zu groß gewesen sind, um hier durchzuhalten. Aber genau hier hat eben auch der Glaube der Menschen und nicht auch zuletzt eben das Wissen darum, worum es hier eigentlich geht, geholfen durchzuhalten. Es waren nämlich nicht zuletzt auch die einfachen Bürger, die diesen Sieg ermöglicht haben. Es waren die Studenten, es waren die Bäcker, es waren Kompanien sogar aus den Handwerksberufen, die sich hier gemeinsam auf die Mauern gestellt haben, um diese Stadt zu verteidigen, um die letzten, um die großen Breschen innerhalb der Stadtmauer gegen die heranrückenden Janitscharen zu verteidigen, die mehr oder weniger genauso wie heute die ISIS-Terroristen mit Allahu Akbar-Rufen vorgerückt sind. Und man hat mehr oder weniger damals gewusst, dass das osmanische Heer eigentlich das Schlimmste ist, was einem drohen kann, weil diese Truppen eine Spur der Verwüstung durch Europa gezogen haben, die ungefähr mit dem zu vergleichen ist, was der islamische Staat im Nahen Osten angestellt hat. Und was eben auch sehr interessant ist, es war eben von Anfang an eben ein Gemeinschaftsgeist, der eben auch diese Kämpfe dominiert hat. Zum Beispiel eben eine der prägendsten und ikonischsten Waffen, die diesen Sieg ermöglicht hat, das war die Sturmsense, das war eine ungeschmiedete Kriegssense, deren Ende interessanterweise wie ein durchstoßener Halbmond ausgesehen hat und mehr oder weniger dann eben mit Ketten zusammengehalten wurde, um sie dann eben kollektiv von der Stadtmauer auf die Angreifer hinunterstoßen zu können. Also es war eben hier von Anfang an eben der Gemeinschaftsgeist entscheidend. Aber es war eben nicht nur diese geistige Verlandesverteidigung, die eben zu diesem Sieg beigetragen hat, es war eben auch, wie gesagt, die europäische Beteiligung. Und darunter waren eben auch viele Christen vom Balkan, aber eben auch natürlich aus Polen, aus Italien, die das möglich gemacht haben. Es gab zum Beispiel zahlreiche Kundschafter, die den Kontakt zwischen der Stadt und dem Entsatzheer gehalten haben, um mehr oder weniger diesen Sieg erst zu ermöglichen, das Durchhalten zu ermöglichen. Darunter war auch eben ein Thomas Michailowitz, der zum Beispiel eben eigentlich auch slawischer Herkunft gewesen ist, vom Balkan gekommen ist. Aber auch zum Beispiel ein Kolschitzki, der eben zwar nicht den Kaffee nach Wien gebracht hat, wie viele Leute irrtümlich glauben, aber der zumindest ein grandioser Spion war und es eben geschafft hat, eben immer die Leute über die Situation außerhalb der Stadt am Laufenden zu halten. Und nicht zuletzt waren es verantwortungsvolle Eliten, die eben im Gegensatz zu unseren heutigen Eliten alles getan haben, um diesen Kampf aufrechtzuerhalten. Das waren Menschen wie ein Andreas Liebenberg, der eben auch selbst beim Grabenausheben angepackt hat, der sich selbst mehr oder weniger darum gekümmert hat, dass die Versorgung läuft, dass eben bis zum letzten Moment durchgehalten werden konnte. Er selbst hat diesen Sieg nicht mehr miterlebt, aber er hat in dem Bewusstsein gehandelt, dass es etwas Schlimmeres gibt als den eigenen Tod. Und das ist eben der Untergang der eigenen Kultur und vor allem eben auch letztlich der Untergang der eigenen Gemeinschaft, der eben hier vor Wien gedroht hätte, wäre die Stadt erobert worden. Und deswegen hat er sich eben dann selbst so stark verausgabt, dass dann zwar dieser Sieg ermöglicht wurde, aber dass er eben selbst den Sieg nicht mehr miterleben konnte. Deswegen steht heute ein Denkmal für ihn am Ring. Einfach, weil er hier mit einem großartigen Beispiel vorangegangen ist. Aber es war nicht nur er, es war auch zum Beispiel Ernst Graf Rüdiger von Steinberg, der eben hier die Truppen geleitet hat, der die Verteidiger von Wien bis zum Letzten angespannt hat und die Verteidigung ermöglicht hat, auch weil mittlerweile schon unter allen wichtigen Pauten der Stadt fast Minen gelegen sind. Obwohl jedes Haus türkische Kanonenkugeln abbekommen hat, hat Steinberg nicht aufgegeben. Er hat nicht die Flinte ins Korn geworfen, er hat nicht gesagt, die Lage ist verloren, sondern er hat eben bis zum Letzten weitergekämpft und im Endeffekt hat er auch eher damit recht behalten und nach dem Ende der Belagerung von Wien hat er dann eben auch den Krieg dann zurück nach Ungarn getragen, um eben dann auch Ungarn von der osmanischen Herrschaft zu befreien. Man kann also sagen, dass eben auch diese verantwortungsvollen Eliten, die es damals eben noch gegeben hat, viel zu diesem großen Sieg beigetragen haben. Und damit möchte ich dann auch schon zum letzten Punkt kommen, nämlich der Frage, warum wir eigentlich heute noch an diesen Sieg gedenken sollen. Was ist so wichtig daran, dass wir dieses Ereignis
1683 noch weiterhin in unserer Erinnerung gehalten. Nun, wie schon eben vorher angeklungen, war eben 1683 auch für die Stadt Wien ein großer Wendepunkt. Es war eben dieses Jahr, das mehr oder weniger zwischen dem Untergang der Stadt und ihrem Aufstieg zu einer der größten Metropolen von Europa gestanden ist. Eben im Anschluss an die Siege in den kommenden Türkenkriegen. Es war aber eben auch ein Jahr, das eben Wien durch seine zahlreichen Entbehrungen, aber auch durch das Zusammenhalten der Bürger entscheidend geprägt hat. Das eben den Menschen gezeigt hat, dass wenn sie zusammenhalten, dass wenn sie alle ihre Kräfte mobilisieren, an ein gemeinsames Ziel glauben und für das durchhalten, dass sie dann auch Übermenschliches leisten können. Und genau das haben eben auch die Verteidiger von Wien gemacht. Nicht zuletzt aber ist es, denke ich, immer wichtig, sich seiner eigenen Geschichte bewusst zu sein. Denn wie eben der türkische Präsident Erdogan einmal so schön gesagt hat, sind die Türken die Enkel von Sultan Süleyman dem Großen. Aber sie sind auch die Enkel von Kara Mustafa, der die Stadt Wien belagert hat. Das hat er eben genau auch hier in Europa gesagt. Und ich denke, wenn wir uns eben heute ansehen, wie die Türkei eben auch wieder versucht, ihre Einflusssphäre am Balkan auszudehnen, wie sie versucht, ihre Staatsbürger, die interessanterweise in Österreich und in Deutschland unbehelligt leben können und dabei eben eine Subversion dieser Staaten vorantreiben im islamischen und im türkischen Sinne, dann denke ich, sollten sich nicht nur die Türken bewusst sein, dass sie die Enkel von Kara Mustafa sind, sondern dann sollten uns auch wir uns bewusst sein, dass wir die Enkel von Prinz Eugen sind, dass wir die Enkel von Andreas von Liebenberg sind und dass wir die Enkel von Ernst Rüdiger von Schallenberg sind. Das heißt, dass auch wir in einer Ahnenreihe stehen, in einer Tradition von Menschen, die uns unser heutiges Leben eigentlich erst möglich gemacht haben, mit denen uns genau diese Erinnerungen verbinden. Und egal aus welchem Land man jetzt eben kommt innerhalb von Mitteleuropa, sei es jetzt eben aus Österreich, aus dem heutigen Deutschland, aus Polen, aus Litauen oder eben aus der Ukraine, aus Russland, aus Italien oder vom Balkan. Alle diese Menschen verbindet dieser gemeinsame Kampf gegen die Türken, der mehrere hundert Jahre lang gedauert hat und der eben nach dem Sieg von Wien dann letztlich auch in der Heiligen Allianz gemündet hat, wo eben Russen, Polen, Österreicher, Deutsche, Italiener und dann eben auch in weiterer Folge dann später Ungarn und eben auch Menschen vom Balkan eben gemeinsam Seite an Seite gekämpft haben, um Europa zu retten. Und ich denke, auch das ist eine große Vorbildwirkung. Was uns ausmacht, nämlich unsere gemeinsame Kultur, unsere gemeinsame Religion, das Christentum, dann denke ich, sollte uns auch heute wieder möglich sein, eben diesen gemeinsamen Feind, den wir haben, und damit meine ich eben auch die türkischen Expansionsabsichten, damit meine ich eben auch diesen sogenannten Flüchtlingsstrom, der sich eben über uns ergossen hat und der letztlich eben auch von unseren Politikern zugelassen wird, dann können wir auch dieser Gefahr entgegentreten. Und dann können wir auch vor allem diese Gefahr abwehren. Es war aber auch eben der Schrecken der islamischen Kriegsführung, der uns, glaube ich, immer daran denken sollte, dass das, was in Syrien und im Irak bis vor kurzem jetzt noch passiert ist, jetzt ist zum Glück der Krieg dort weitestgehend beendet, dass das auch jederzeit in Europa passieren kann. Es sind nicht nur Anschläge, die wir uns vorfallen können und die leider auch in den letzten 2 Jahren über 200 Todesopfer gefordert haben. Ich denke, es ist eben auch das Bewusstsein dafür, dass eben wieder ein Heer in Europa einmarschiert ist. Eben diese 2 Millionen Menschen, die im Sommer über das Mittelmeer und die Balkanroute zu uns gekommen sind. Und es werden jeden Tag mehr, weil das sind eben nicht Flüchtlinge, das sind Einwanderer. Und unter ihnen haben sich auch, wie wir eben aus Berichten des Islamischen Staats wissen, aber eben auch aus Geheimdienstprotokollen wie etwa des MI6, haben sich eben auch Terroristen gefunden. Auch Menschen, die eben jetzt hier in Europa eine islamische Untergrundarmee aufbauen. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Lehre aus 1683, dass wenn Menschen aus einem großen Kulturkreis in riesiger Zahl zu uns aufbrechen, wie es eben auch 1683 passiert ist mit über 200.000 Osmanen, dann ist das nie eine friedliche Einwanderung, sondern dann ist das immer ein Eroberungszug. Dann ist das eine Invasion. Und genau dieses Bewusstsein müssen wir einfach heute wieder bekommen. Denn in letzter Konsequenz müssen wir Europäer gar keine Angst vor dem Islam haben. Wir müssten uns nicht davor fürchten, islamisiert zu werden, wenn wir selber unsere Geschichte kennen würden.
wenn wir auch danach handeln würden. Nicht zuletzt aber auch, wenn wir uns bewusst wären, dass unser eigentliches Problem nicht der Islam ist, sondern unser eigentliches Problem ist der Grund, warum wir eigentlich diese Menschen hineinlassen. Das sind nämlich unsere korrupten Politiker und das ist die Ideologie, die hinter ihnen steht. Das ist der Liberalismus. Und genau in diesem Sinne ist es, denke ich, auch immer wieder wichtig, an 1683 zu denken, weil 1683 eben nicht nur militärisch entschieden worden ist, sondern 1683 ist vor allem auch geistig entschieden worden. Weil sich eben hier die Menschen, die die Osmanen auch als Strafe Gottes erlebt haben, die auch diese Armeen als Strafe Gottes insofern begriffen haben, weil sie gewusst haben, diese Menschen können eigentlich nur deswegen kommen, weil wir Christen nicht schon im 15. Jahrhundert zusammengehalten haben. Weil eben wir Christen nicht 1453 vor Konstantinopel die osmanischen Heere zurückgeschlagen haben und deswegen, weil es in den Osmanen 1683 möglich, also etwas mehr als 200 Jahre danach, vor ihm zu stehen. Und das ist eben genau dieser entscheidende Punkt. Wir müssen uns wieder dessen bewusst werden, was wir sind. Wir müssen unsere Identität wiederentdecken, damit wir letztlich diese Bedrohungen, die heute unseren Kontinent in Angst und Schrecken halten, dass wir diese Bedrohungen wieder zurückschlagen können. Und ich denke, da kann man dann auch wieder sehr gut die Brücke zum Suwarow-Institut schlagen, weil das Suwarow-Institut ist ja nicht nach irgendjemandem benannt, sondern nach einem russischen General, der eben einerseits die längste Zeit seines Lebens gegen die Türken gekämpft hat und interessanterweise keine einzige Schlacht verloren hat, aber eben nicht nur gegen die Türken, sondern eben auch gegen das revolutionäre, liberalistische Frankreich, das dann eben auch zum Beispiel für Österreich ab 1791 eben nicht mehr einfach nur ein feindlicher europäischer Staat gewesen ist, sondern das dann eben ähnlich so wie die Osmanen eben einfach eine existenzielle Bedrohung gewesen ist. Eben weil man eben im großen Terror schon in Frankreich gegen das eigene Volk gewütet hat und genau diesen Terror gegen eine gottgewollte Ordnung, wenn man so will, dann eben auch nach Österreich und den Rest Europas tragen wollte. Und dementsprechend, denke ich, ist es wichtig, hier sich diese Gemeinsamkeiten zu besinnen, der gemeinsamen Geschichte, aber auch vor allem immer daran zu denken, wofür wir kämpfen. Nämlich für ein geeintes Europa und dafür, dass nicht nur Österreich das Land bleibt, in dem die Österreicher leben, sondern Europa, der Kontinent, in dem die Europäer zu Hause sind. Und im Gegensatz zu den Einwanderern haben wir nur diese eine Heimat. Wenn wir Wien verlieren, dann wird es kein zweites Wien geben. Wenn andererseits diese Menschen, die illegal in unseren Kontinent gekommen sind, Wien in ihre Heimat zurückgehen, dann sind sie wieder in ihrer Heimat. Aber das ist eben genau das, was viele Menschen nicht verstehen. Denn viele von genau denen, die zu uns eingewandert sind, kommen hierher als Eroberer. Und wir müssen uns jetzt eben genauso wie Graf Steinberg, aber eben auch wie Andreas Liebenberg die Frage stellen, ob wir dieses Europa behalten wollen, so wie wir es heute haben, oder ob wir es verlieren wollen. Und um das möglich zu machen, müssen wir eben genau diese geistige Landesverteidigung wiederbeleben, die 1683 möglich gemacht hat, die den Sieg über die Osmanen möglich gemacht hat. Und ich denke, dazu ist es eben wichtig, dass wir uns wieder mit Gedanken beschäftigen, dass wir wieder anfangen, selbstständig zu denken, dass wir uns nicht von den politischen Parteien in Österreich vordenken lassen, was wir zu lassen und was wir zu tun haben, sondern dass wir selbst über Lösungen nachdenken müssen. Dass wir selbst über Lösungen nachdenken müssen, wie wir dieses Land demokratisch verändern können und wie wir Europa wieder in den Sattel heben können und uns wieder zu Herrn unseres eigenen Schicksals machen. Danke.